Was geht ab, meine Z-Fighter aus der Reihe? Und heute hat die Celebration angefangen zur Colorful Christmas, also die Christmas Campaign in Dukan Battle. Dementsprechend werden wir uns alle Informationen und Details ansehen, damit ihr auf jeden Fall wisst, was es zu tun gibt. Und dann würde ich auch sagen, fangen wir direkt an, Freunde. Die neue Celebration, die Christmas Celebration, ist ab heute online und geht bis zum 1. Januar 0.59 Uhr unserer Zeit. Es gibt einen Login-Boni, die gucken wir uns gleich an. Es gibt auch Special Missions wie immer, die gucken wir uns auch ebenso gleich im Anschluss an, so würde ich mal sagen. Dann gibt es natürlich noch einen Dragonstone Sale. Dieser Dragonstone Sale kommt ab dem 24.12.37 morgens unsere Zeit online. Das sind die ganzen Rabatte, die es da abzuholen gibt. Ist an sich so ein größeres Sale als der letzte, sage ich mal. Zudem gibt es ein Christmas Celebration Pack, Freunde, das aber noch nicht online, sollte eigentlich online sein, aber da gab es wahrscheinlich irgendwelche Komplikationen. Ist jedenfalls noch nicht online, sollte die Tage online kommen. Aus diesem Christmas Celebration Pack kann man sich jedoch, ist natürlich aus dem Pilaf Strove, dann quasi den Blue Dragonstone kaufen, und aus dem Blue Dragonstone kann man sich einen dieser Charaktere holen. Die ganzen Charaktere werden wir uns gleich ansehen. Zudem gibt es ein Red Dragonstone 5 oder God Dragonstone 5, um es besser zu sagen. Diesen bekommt ihr zum Login, wenn ihr euch einloggt in das Spiel, dann habt ihr ihn. Wir gucken uns auch gleich an, welche Charaktere es gibt. Aber hinzu kam Strength Gogeta, Freunde. Darauf werde ich auch zurück zu sprechen kommen. Neue Rank-Up-Missionen wurden hinzugefügt, Freunde. Gucken wir uns auch gleich an. Im Prinzip von 400 plus bis 500. Und dann, Freunde, das Dokkan Festival von Hits, sein Banner und sein Dokkan Event kommen online am 24. Dezember, 7.30 Uhr morgens unsere Zeit. Am Montag ist das. Und wir wissen, mit Hit ist auf jeden Fall ein weiterer Dokkan Festival Charakter natürlich featured. Und einer davon ist Ultra Instinct Goku. Ultra Instinct Goku wird auch in dem Banner sein. Außerhalb davon wissen wir noch nicht, was in dem Banner enthalten ist. Denn das kommt jetzt zum allerersten Mal auf die globale Version. War zuvor noch nicht auf JP Hit. Jedenfalls werden wir da am Montag schlauer, was in dem Banner ist etc. Das Ganze besprechen dann am Montag. Aber außerdem wissen wir, Ultra Instinct Goku ist ebenso im Banner. Freunde, jedoch eine Sache dazu, da steht leider nicht dran, da steht weder Christmas dran, noch irgendwas mit Discount oder so. Ich will es nicht schlecht reden, ich liege falsch, aber ich nehme stark an, dass es einfach ein normales Banner wird, so wie es den Anschein hat, ja, bis jetzt. Ich hoffe, ich täusche mich, wie gesagt, aber bis jetzt steht halt nicht dran, dass es ein Christmas-Dogan-Festival-Banner ist oder ein Christmas-Banner oder so. Ich meine, letztes Jahr bei Ultra Instinct Goku stand schon dran Christmas. Da gab es auch Tickets im Spiel. Es gibt keine Christmas-Tickets. Ich hoffe da dennoch darauf, dass sie einen Discount-Durchlauf bekommen. Ja, dass der erste Durchlauf, die ersten drei Multis, sei es drei oder vier Multis, günstiger sind als sonst. Und dass es da zumindest, sage ich mal, pro Multisam die Kid Trunks und Mai gibt und oder den Santa Claus. So ähnlich wie im JP-Christmas-Banner aktuell. Aktuell steht da leider legit nichts mit Christmas oder so dran. Ist zwar eine Christmas Celebration, ja, aber im Banner selbst nichts. Da werden wir aber am Montag schlauer. Ja, ich will da noch nichts schlecht reden, aber am Montag werden wir halt so gesehen schlauer, was ein Banner ist etc. Da können wir auch drauf eingehen, sollte man summon oder nicht und wie sieht das Ganze aus. Falls ihr euch vorab informieren wollt, was der Hit drauf hat, dazu habe ich ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne abchecken. Jedenfalls ist dann auch das Extreme Z Battle live. Mit dem Extreme Z Battle Pack kann man sich, ist erhältlich, kann man sich kaufen aus Pilaf Strove. Da gibt es halt die 5 Tickets. Da bekommt man dann einen gratierten Charakter. Mit den 5 Tickets jedoch sammelt man 5 Charaktere auch. Und der 5. ist dann quasi ein garantierter SSR aus dem ganzen Banner. Ja, featured oder nicht featured. Aber ja, das Extreme Z Dokkan Festival von ihm ist das Banner von Cell. Können wir uns gleich im Anschluss näher ansehen. Jedenfalls ist er der Text Cell featured mit Super Vegeta und Super Vegeta Blue, also Super Int Vegeta Blue, sagen wir es so. Kann man auch mit Stones summon, aber ich würde sagen, summon dann nicht, spart eure Stones, muss nicht sein. Das Extreme Z Battle von Cell ist online, wir gucken uns gleich die Information näher an. Das Extreme Z Battle werden wir heute Abend auch streamen, Freunde. Ich weiß noch nicht, wann genau, ich peile mal an 19, 20 Uhr, da um den Dreh gehe ich live. Schaut da am besten auf meine Social Media Kanäle vorbei, da lasst ihr euch am schnellsten wissen, wann ich, beziehungsweise bevor ich live gehe, alle Links in der Beschreibung. Das World Tournament ist heute ebenso live. Heißt, wir werden wahrscheinlich erst das Extreme Z-Battle machen und dann das World Tournament im Anschluss. Und genau, da gucken wir uns auch die ganzen Sachen näher an. Die Prime Battle von LR Goku und LR Vegeta. LR Goku, ja, Vegeta, genau. Wie komme ich auf Vegeta, wenn der Freezer drauf ist? Sorry, Freunde. Von LR Goku und LR Freezer werden ab morgen, LR Goku ist ja jeden Samstag live und LR Freezer jeden Sonntag, ab morgen werden sie dann permanent halbiert sein, die Stamina. Das ist, wundert mich, weil die sind quasi schon auf 25 Stamina sollten sie sein. Heißt, sie werden dann quasi eigentlich auf 12 Stamina runtergesetzt. Wird runtergesetzt, nehmen wir auf jeden Fall an, permanent. Das Story-Event von Universe 6 kommt online am 24.12. 7.30 Uhr, ebenso wie das Rabbit-Event und Adventure of Kakaroto. Und es gibt dreifach Experience, Freunde, aktuell auf die Quest-Stage. Es geht da am besten auf die allerletzte Quest-Stage und tut da einfach nur, wenn ihr Rank
wenn ihr euer Rank erhöhen wollt, die ganze Stage komplett, also die ganze Zeit machen, damit euer Rank einfach erhöht, um es kurz zu sagen. Für die Rank-Up-Mission, ja, das sind dreifache Experience, da kann man sehr viel mitnehmen, Freunde, falls ihr die Rank-Up-Mission mitnehmen wollt und Stones von euch holen wollt, bevor quasi entweder verhöht oder dann im Januar Pioneer und gerade die Dragon Ball Super Broly-Charaktere für Global. Und 30% Discounts gibt es im Barbershop. Okay, außerhalb davon fangen wir mal folgendermaßen an. Lasst uns mal von oben nach unten scrollen. Ihr lasst einfach mal so machen und zwar gucken wir uns am Ende natürlich noch die Special Mission an. Also damit ihr auf jeden Fall wisst, was es da zu tun gibt. Jedenfalls das Extreme Z Dokkan Festival von Cell is Life heißt, ist ein Banner. Ja, aber ihr müsst da bitte nicht sammeln. Also bei allem Respekt, das muss nicht sein. Cell ist da featured, Super Grid ist da featured und Vegeta Blue. Warum sind die zwei Charaktere featured? Das gucken wir uns gleich an. Sie sind quasi sehr effektiv gegen das Extreme Z Battle von Cell. Dann haben wir noch ein Christmas Pack. Ja, wie gesagt, da bekommt man den Blue Stone. Der ist jedoch noch nicht live, indem ich das aufnehme. Da gab es, wie gesagt, ein paar Komplikationen, sollte die Tage dann online kommen. Könnt ihr euch dann aus dem Pilaf's Trove holen. Jedenfalls, welche Charaktere gibt es mit dem Blue Stone Zone? Diese folgende, Freunde, die untere Reihe, wenn mich alles täuscht, kam hinzu. Jetzt, aber ganz ehrlich, das muss nicht sein. Ihr müsst euch jetzt nicht unbedingt den Blue Stone holen, um eines dieser Charaktere zu holen. Vielleicht AGL Super Vegito wäre so meiner Meinung nach eine der oder wäre die beste Auswahl. Danach könnte man vielleicht noch drei Fragen Rundings sich ärgert haben, Omega Shenlong und vielleicht für einen Debuff für Super Bad Road. Aber es muss jetzt nicht unbedingt zwingend sein, dass ihr euch einen Charakter von ihr holen oder am besten gesagt kaufen müsst. Weil diesen Blue Dragonstone müsst ihr euch kaufen. Genau, das Extreme Battle von Cell ist live, Freunde. Wie immer von Stage oder Level 1 bis 30 gibt es pro Stage 1 Zone. Heißt, 30 Zones könnt ihr euch holen. Wenn ihr das Ganze schafft, könnt ihr auch euren Tech Cell Extreme Z awaken. Super In-Charaktere machen vermehrt Schaden und haben eine Damage Reduction, sowohl als auch die Future Saga Kategorie Charaktere, Freunde. Keine Sorge, wenn ihr keinen Future Saga Leader habt, sei es Future Gohan oder den LR Trunks, dann könnt ihr auch ohne Bedenken mit einem Super In-Team rein. Am besten, wenn ihr den Future Trunks Int habt und Vegeta Blue, den es im Banner Featured gibt, die werden viel ausmachen, Freunde, weil die sind Super In-Charaktere und von der Future Saga. Also, wenn ihr euch ein Super In-Team um die beiden herum baut oder auch an sich ein Super In-Team mit LR Vegito etc., sollte auf jeden Fall reichen. An sich mit einem Potara-Team zum Beispiel oder mit einem Katori-Team solltet ihr auf jeden Fall bis Level 20 kommen. Ab 20 wird es ein bisschen schwieriger, 25, da müsste man das Team ein bisschen anpassen. Aber Super In-Team macht es auf jeden Fall. Gameplay-technisch sind wir dann heute Abend gedeckt im Stream. Kommt aber dann auch natürlich, wenn ihr das nicht anschauen könnt, nicht schlimm, am Tag drauf als Stream-Upload. Was ändert sich bei Perfect Cell Tech-Charakteren nach seinem ECA? Kommt natürlich auf Level 140, SA 15. Tech-Charakteren gibt der Key plus 3 HP, Attack und 70%, Attack und 15% pro Key, den er einsammelt. Und zusätzlich Key plus 1 pro Rainbow Key, den er einsammelt. Zudem macht er immense Damage ab SA 14 und hielt sich um 10% an HP. World Tournament, wie immer, die Banner sind online, Freunde, aus dem. By the way, World Tournament, ich habe zu einem, falls ihr euch fragt, welche World Tournament Teams kann man spielen, ich habe dazu ein Video gemacht. Im letzten World Tournament hat sich nicht viel geändert zu dem letzten World Tournament, das könnt ihr euch gerne mal abchecken. Zwecks Team, aber außerhalb davon haben wir natürlich einen garantierten SSR-Ticket, ja, oder SSR-Banner, hier sind alle SSR-Charaktere außer LR und die könnt ihr euch mit Tickets, mit den World Tournament Tickets könnt ihr die sammeln oder ihr könnt auch diese World Tournament Tickets nutzen, um im World Tournament Banner zu sammeln. Das könnt ihr euch gerne mal abchecken, was da zu holen gibt. 24 World Tournament Preiskarte im World Tournament hat sich wirklich nicht viel geändert, Freunde. Es ist wie immer. Wir gucken, glaube ich, mal gleich rein in die Missionen. Aber außerhalb davon ist Cell die Preiskarte, Tenshinhan die Local Preiskarte. Diesen Cell würde ich wirklich jedem empfehlen, sich zu holen. Er ist ein wirklich sehr guter Extreme Class Supporter. Diesen gibt der Key plus 2 Attack mit 30% und für den Super Class Enemies minus 50%. Die Verteidigung für Super Bad Road Extreme Tech wäre auch eine gute Wahl oder für die zukünftige Android zum Beispiel. Ihn kann man auch zusammenspielen mit LS Cell, denn er heißt Cell Perfect Form und auch mit dem Tech Cell, weil Tech Cell heißt Perfect Cell. Also ihn würde ich euch wirklich empfehlen. Bei ihm werde ich auf jeden Fall dran sein, ihn mir zu holen für mein Android-Team, sage ich mal. Jedenfalls, genau, Extreme Z Challenge Pack ist online, könnt ihr euch abchecken. Rank-Up-Mission wurde hinzugefügt. Wir haben ja letztens die Rank-Up-Mission bekommen, die hinzukam bis 400. Jetzt kam hinzu 400, von 420 bis 500 sollte das sein, genau. 420 bis 500, wenn ihr das erreicht, dann bekommt ihr bis zu 40 Dragonstones, Freunde. Christmas Login Boni. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es gibt Daily Zeitstones, ein paar Tagen sogar ein bisschen mehr. An einem Tag glaube ich 5, sowas um den Dreh herum. Wenn ihr euch das allererste Mal einloggt, Freunde, während diesem Zeitraum, dann kommt einem diesen Red Dragonstone Candy, 10 Dragonstones und einmal Trunks und Mai. Trunks und Mai funktionieren wie ein Elder Kai. Genau, 2 Dragonstones an einem Tag, am 24. mal 3, am 25. 5 und so. Und dann geht es aber runter bis auf 1 Dragonstone. Könnt ihr euch gerne mal abchecken. Den Login Boni. Dann, wie gesagt, mit dem Red Dragonstone. Das ist die Charakterauswahl. Texel ist nicht in der Auswahl.
Warum, Freunde, wundert euch nicht. Texter ist nicht drin, weil er in dem Extreme Sea Festival Banner gerade aktuell ist. Online ist. Deswegen ist Texter nicht mehr in diesem Red Dragon Zone oder in diesem Red Dragon Zone 5. Und ab diesem, ja, beziehungsweise zu diesem Event ist er nicht drin. Dafür ist jedoch Gogeta, Freunde. Und das heißt natürlich, dann früher oder später wird der Boy auch ein Easy A bekommen. Wenn ihr euch fragt, welche Charaktere würde ich empfehlen, die obere Reihe auf gar keinen Fall, die muss nicht sein, die untere Reihe vielleicht. Ich würde euch eher einen aus der mittleren Reihe empfehlen. Tech Beerus, der bekommt noch sein Easy A, er wird ein Monster nach seinem Easy A. Vor allem, wenn ihr LR Beerus habt, den in einer Rotation, die beiden in einer Rotation, ist sehr schön. Janemba wird übertrieben gut nach seinem Easy A. Wenn ihr Janemba spielen könnt in Teams, in zukünftigen Teams, in denen er vertreten ist, dann kann ich euch auch ihn auch empfehlen. Super Saiyan 3 Vegeta, nach seinem Easy A, sein Easy A bekommt auch noch. Wird er, also er ist ja so oder so ein sehr schöner Tank und hat eine High Chance to Stun. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen in den Super Saiyan 3 Team oder für Super Battle Road. Aber nach seinem Izee wird er auch in der Lage sein, wirklich sehr viel Schaden zu machen. Auch ohne seine kompletten Passive kommt er auf 1 Million Schaden dank dem Izee. Danach drüber wird es wirklich richtig gut. Da kommt man auf Zahlen von 2 bis 3 Millionen. Ihn kann ich auch empfehlen. Physisch Kid Buu. Nach seinem Izee wird er wirklich der beste Supporter in den Teams, in denen er vertreten ist. Also in den Kategorie-Teams. Heißt, wenn ihr ihn dort spielen könnt, einer der besten Supporter wird in diesen Teams, wie gesagt. Wenn ihr ihn dort spielen könnt, könnte ich ihn auch empfehlen. Aber, da wir jetzt quasi wissen, so gut wie sicher, dass auch Strength Vegeta ein Easy A bekommen wird. Wenn ihr Strength Vegeta nicht habt, dann könnte ich eigentlich auch ihn empfehlen. Wir wissen ja noch, wir wissen zwar noch nicht, wie er nach seinem Easy A sein wird, aber er wird sicherlich sehr gut, Freunde. Deswegen, falls ihr ihn nicht habt, oder an sich einen aus der Reihe, aus der Mittelreihe, würde ich euch empfehlen. Genau, Special Missions gucken wir uns mal kurz an. Dann gucken wir uns die Alternate Mission an, was sich da geändert hat vielleicht oder ob es noch alles gleich geblieben ist. Jedenfalls in den Special Missions kann man bis zu 35 Strength Zones holen, aber da sind auch mit einberechnet die Dailies während der Celebration. Daily, Freunde, täglich müsst ihr einmal machen, wenn ihr im Barbershop, nee, nicht im Barbershop, kommt aber auch. Jedenfalls täglich, lasst uns von oben nach unten anfangen am besten. Wenn ihr einen Charakter trainiert, daily, bekommt ihr 500 Barber Points. Wenn ihr das Turtle School Event macht, bekommt ihr einen Seasort, jeden Typus jeweils. Wenn ihr dann im Barbershop etwas euch einkauft gegen Barber Points, dann bekommt ihr ein Training Location. Wenn ihr 3 Stages täglich cleart, bekommt ihr einen Dragon Zone. Und wenn ihr alle Daily Missionen macht, bekommt ihr noch einen Dragon Zone. Heißt, täglich 2 Dragon Zones. Macht es auf jeden Fall Daily, Freunde, bis Neujahr. Ohne Limit, ohne Limit, nicht Daily, sind folgende Events, Freunde. Wenn ihr Dokken-Events bis zu 10 Mal macht, ja, einmal, dreimal, fünfmal, zehnmal, bekommt ihr die Sachen, die hier gelistet sind. Darunter sind 3 Dragon Stones. Wenn ihr eine Stage schafft, ohne ein Support-Item zu benutzen und das Ganze 10 Mal, bekommt ihr Shin-Medaille. Wenn ihr eine Stage schafft, ohne ein Continue zu benutzen, das Ganze 10 Mal, bekommt ihr eine Elder-Kai-Medaille. Wenn ihr eine Stage schafft, ohne Damage zu bekommen, das Ganze 10 Mal, bekommt ihr einen Santa Claus. Und Santa Claus Mon Roshi fungiert auch wie ein Elder-Kai. Wenn ihr bis zu 1000 Stamina verbraucht, Freunde, bekommt ihr die gelisteten Medaillen und ein Elder-Kai. Und wenn ihr im Endeffekt alle Christmas-Missionen schafft, bekommt ihr 10 Dragon Stones. Genau, dann lasst uns am Ende noch ganz kurz hier genau zum World Tournament reingucken, was eigentlich sollte sich nicht viel geändert haben, aber wir gucken am besten mal trotzdem, wie gesagt, in die Missionen rein. Und diesen Cell, Freunde, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wirklich. Also der ist echt ein sehr guter Supporter und der ist auch den nutzt man wirklich in vielen Teams. Jedenfalls, so Ranking-Missionen kennen wir. Jetzt bin ich gespannt, und zwar, ab wann bekommt man Cell? 10.000 runter oder vielleicht 20.000? 20.000 runter wäre geil, 10.000 runter wäre wieder ein Krampf. Wäre echt wieder ein Krampf. Perfekt, 20.000 runter, genau. Und jetzt, ein Cell würde mir reichen, also mein Ziel wird sein, auf jeden Fall 20.000 runter zu kommen, ein Cell zu ergattern. Local-Preise könnt ihr euch auch gerne abchecken. Und zwar, by the way, das World Tournament geht bis Montag. Ja, Montag, 6.59 Uhr sollte das sein. Wann bekommt man L-Attention dann? 150 und runter, Freunde, bekommt einen Dupe von ihm. Missionen folgendermaßen, Freunde, wie immer, am besten achtet ihr darauf, dass ihr 20 Mal hintereinander gewinnt, ohne einmal zu verlieren. Dann habt ihr den meisten Teil der Mission gedeckt. Ansonsten würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das machen wollt, holt euch die ganzen Missionen aus dem Term. Da sind Orbs dabei, Dragon Stones und neue Tickets sind dabei, Elakai und so fort. Das ist wirklich gut mitzunehmen, gute Mission, die man sich holen kann und bitte gute Preise durch die Mission. Ansonsten wäre es mehr oder weniger zu den ganzen Christmas Celebration News, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.